Jo, hallo. YouTube. Hallo Outdoor-Freunde, hallo Messerfreunde. Jo, das soll zum Jahresende nochmal ein kleines Video werden. Ja, so ein bisschen Gesabbel. Und ja, ich habe ein bisschen Grünkohl dabei, den werde ich mir warm machen dabei. Habe ich allerdings nicht gekocht, sondern meine Frau. Und ja, ich freue mich so ein bisschen zum Jahresende noch das ein oder andere loswerden. Außerdem habe ich mir eine neue Jacke gekauft, die ich jetzt hier gerade anhabe. Und Level 7, also so eine Winterjacke. Jetzt hatte ich einen Test, wie sich die so macht. Ich habe jetzt hier nur ein dünnes Hemd drunter an. Die Jacke hat hier so, ja, weiß gar nicht, wie nennt sie das noch, Klimashield. Naja, so eine atmungsaktive Jacke mit so einer Kunst-Down-Füllung oder wie auch immer. So, ich hole euch dann dazu, wenn ich hier mein Lieblingsbänkchen erreicht habe. Und dann schauen wir mal. So, das Ganze mal hier so ein bisschen aufbauen. Den Billigtopfständer hier oder Halter für den Tank hier, den habe ich auch schon längere Zeit nicht mehr eingesetzt. Und der muss auch mal wieder die frische Luft sehen können. So, jetzt kommt hier der wunderbare Grünkohl in die Pfanne. Ach, mein Leibgericht. Ich werde wahrscheinlich gleich noch den Dämpfer, den Flammendämpfer hier noch drauf packen, damit er nicht anbrennt. Ja, Freunde, um was soll es gehen? Achso, erstmal als Vorinformation, ich bin hier nicht ganz abseits der Wege. Wir haben heute den dritten Advent. Und insofern, wenn ich immer schneide oder plötzlich, wenn es plötzlich einen Cut gibt, dann liegt das eben daran, dass hier jemand vorbeikommt. Ja, so ist das nun mal. Ja, warum das Video? Ganz simpel. Ich wollte jetzt nicht alle Kanäle, die ich abonniert habe, mit einem Kommentar versehen, sondern ich wollte ein Video drehen. Wer mag, der kann sich das anschauen. Wer nicht mag, der hat schon lange weitergezappt. Aber am Jahresende ist es doch irgendwie, es geht wohl vielen so, dass es ein Bedürfnis ist, sich ja für das Jahr, YouTube-Jahr speziell, zu bedanken bei den ganzen Abonnenten, bei der ganzen Messer-Outdoor-Gemeinschaft oder Community, sagt man, glaube ich, heute. Ich bin da ja noch so ein bisschen... Ich gehöre ja da der etwas älteren Generation an, wo diese englischen Ausdrücke einem nicht so leicht über die Lippen kommen. Ich habe es ja schon ein paar Mal, glaube ich, in irgendwelchen Videos schon erwähnt. Also das ist immer wieder für mich erstaunlich, wie nett und höflich man hier miteinander umgeht. Man hört ja auch ganz andere Dinge von anderen Interessensgebieten, Kanälen, YouTube-Kanälen, Riesenkanälen.
das nennt sich ja dann wohl auch wieder neudeutsch Shitstorm und was es da alles so gibt, keine Ahnung. Ich für meine Person kann nur sagen, dass ich mit der Eröffnung meines Kanals, da hat sich für mich eine ganz neue Welt aufgetan. Und ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken. Zum einen macht es mir Spaß, einfach hier so kleine Videos zu drehen. Zum anderen habe ich eine riesen Information von euch bekommen, aufgesaugt wie so ein trockener Schwamm, so möchte ich es mal fast sagen. Ich meine, wir waren immer schon gern, also meine Frau und ich, wir waren immer schon gern draußen an der Natur, ein bisschen wandern und so weiter. Aber seitdem ich dann auf YouTube diese Outdoor-Videos gesehen habe, haben wir natürlich, oder speziell ich, meine Frau nicht so sehr, das Hobby doch ganz stark erweitert. Ja, wer das Video kennt von meiner Waldübernachtung, das erste Mal, dass ich alleine im Wald in einem Biwaksack übernachtet habe, da wäre es nie zugekommen, hätte ich nicht vor, ich weiß gar nicht jetzt genau, ungefähr 3 Jahren das Bedürfnis gehabt, was an die Messer-Community zurückzugeben. Ich hatte damals mir ein feststehendes Messer hatte ich gesucht und nach vielem Hin und Her habe ich dann ein Video auf YouTube gesehen von dem Messer, Kevin Wilkins Messer. Vor allem das Video von Dirk. Wie heißt er denn noch, der Kanal jetzt? Mr. Deerdeck oder so ungefähr. Schade, habe ich schon längere Zeit jetzt keine Videos mehr gesehen. Das Video hat mich dann so geflasht und ja, aufgrund seines Videos habe ich mir dann das Messer zugelegt und habe dann auch spontan gleich ein Video gemacht, aber es hat 1 Jahr gedauert. Mein Arbeitskollege war da mal bei mir und ich bin nicht so der Computermensch. Der hat mir dann meinen Computer in Richtung YouTube eingerichtet, mich da angemeldet und so weiter. Das hätte ich wahrscheinlich alleine nie hinbekommen. Und dann habe ich dieses 1 Jahr alte Video wieder rausgekramt und habe das hochgeladen und damit wurde für mich eine, jetzt muss ich mal den Dämpfer hier drauf packen. Da wurde für mich eine Tür aufgestoßen zu einer völlig neuen Welt, so kann man das schon sagen. Also ich habe dann diese ganzen Messer- und Outdoor-Videos aufgesaugt, wie ich eben schon mal sagte, wie so ein nasser Schwamm. Ich habe aber auch, gut, ich will jetzt hier auf meinem Kanal nicht unbedingt politisch werden, ich habe dann aber auch plötzlich via YouTube andere Kanäle kennengelernt, die plötzlich meine Sicht auf die Geschichtsschreibung oder auf die aktuelle politische Situation auch völlig geändert haben. Ich habe dann auch irgendwann einfach es eingestellt, Fernsehen zu gucken. Ich habe den Fernseher jetzt angeschlossen an so einem kleinen Minicomputer und da sehe ich mir praktisch im Wohnzimmer, meistens jedenfalls im Wohnzimmer, sehe ich mir eure Videos an auf meinem TV, der praktisch dann nur noch ein Monitor ist für den PC, für diesen Mini-PC. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden am Jahresende. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich möchte mich 1000-mal bedanken bei allen. Ich möchte jetzt keine Kanäle nennen, weil ich würde sicherlich ein paar Kanäle vergessen und das wäre dann irgendwie ein bisschen schräg. Insofern, ihr wisst ja auch, dass ich eigentlich ein ziemlich eifriger Kommentarschreiber bin. Manchmal auch mit ein bisschen kritischen Kommentaren. Das vermisse ich übrigens auf meinem Kanal. Ich finde Kritik eine ganz wichtige Sache. Solange sie höflich, sachlich formuliert ist, ist das eigentlich das Salz in der Suppe. Jedenfalls meine Meinung. Und da ist mir das manchmal so ein bisschen... Wahrscheinlich, die irgendwas auszusetzen haben an meinem Video, die sagen wahrscheinlich, gut, ich zapp weiter und ich schreibe dann gar nichts. Wenn man was schreibt, dann schreibt man meistens was Positives.
Also so kommt mir das manchmal vor. Ne? Das, also ich wäre richtig dankbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so viel richtig mache mit meinen Videos, dass es da durchaus Ansatzpunkte zur Kritik gibt. Also, wenn das höflich und sachlich formuliert wird, nur zu. So, muss man eben gucken. Ich brauche ja eigentlich nur auf die Temperatur achten hier. Anbrennen mit dem Dämpfer. Kann jetzt eigentlich nichts, wenn ihr das mal hier guckt. Das ist jetzt doch eine kleinere Flamme. Insofern wundert mich das, dass dieser Flammendämpfer vom Trangia-Kocher, selbst bei den Trangia-Kochern von der Firma Trangia selber, die bieten manchmal gar nicht die Möglichkeit, dass man diesen Dämpfer da drauf legt. Finde ich so ein bisschen merkwürdig. Das ist übrigens auch der große Nachteil von diesen Topfkreuzen, die ich habe. Einmal ja vom Bernd gekauft und einmal von Togs nicht, wie heißt die Firma noch? Naja, gut, jedenfalls bei den Topfkreuzen, logischerweise, wenn man die verwendet, die sind super leicht, aber da kann man diesen Flammendämpfer eben nicht verwenden. Das finde ich persönlich so ein bisschen schade. Ja, ich komme schon wieder vom Thema ab. Ich weiß auch nicht, wie lang das Video wird. Ist mir auch schiedigal jetzt. Ich wollte hier praktisch nur einige Sachen loswerden. Und da bin ich gerade dabei. Ich finde sowieso, die anderen Kanäle oder wenn ich so Videos gucke, es gibt also sehr viele Outdoorler oder auch Leute, die Messer vorstellen, die haben eine lockere Art vor der Kamera drauf. Da kann ich nur, das kann ich nur bewundern. Also jetzt vielleicht, um doch mal einen Namen zu nennen, Simon zum Beispiel, also ganz große Klasse. Ich sage dann immer so, Mensch, das müsstest du vor der Kamera auch können. Aber naja, jeder hat nun mal so seine Art. Ja, so, jetzt will ich mal hier ein bisschen weiter umrühren und werde mal eben Cut setzen. Und nochmal angestrengt nachdenken, was ich noch erzählen wollte. Sonst habe ich wieder die Hälfte vergessen. So, ich habe eben gesehen, dass ja schon wieder irgendwie 13, 14 Minuten auf der Speicherkarte drauf sind. Insofern will ich mich jetzt doch kurz fassen. Zum einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr. Ich will unbedingt nochmal... Auch in der Winterzeit möchte ich ganz gerne noch eine Übernachtung machen im Wald. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal, ich habe da keine große Rückmeldung bekommen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich den Carinthia Brenta Schlafsack mir gerne zulegen wollte, weil ich ja diesen niederländischen, diesen Biwaksack von der niederländischen Armee, ich glaube, das ist der Carinthia Observer, mit diesem Doppelgestänge, den habe ich ja, und passend zu dem Biwaksack wollte ich ganz gerne auch einen Schlafsack haben, der auch so um die 0 Grad oder leichte Minusgrade übersteht. Und weil der Observer ja den Reißverschluss links hat, wollte ich dann ganz gerne auch einen Schlafsack haben, wo der Reißverschluss auch links ist. Insofern finde ich diese ganzen Defense 2, 4, 6 finde ich für mich persönlich nicht so praktisch. Und da eben das Packmaß und das Gewicht bei mir nicht so eine Rolle spielt, ich werde keine Trekkingtour machen über 20, 30 Kilometer. Ich glaube, der Brenta ist eine ganz gute Wahl und ich werde mir den jetzt einfach mal bestellen, vielleicht noch mit so einem Inlet. Kann man immer noch ein bisschen die Temperatur nach unten drücken. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Irgendwann muss man ins kalte Wasser springen. Sonst, wenn noch jemand irgendwie eine Bemerkung zum Brenta hat oder überhaupt, gerne in die Kommentare. Also das ist mein großes Ansinnen für Anfang 2019. Ja, ansonsten werde ich es mir jetzt hier schmecken lassen. Ja, wir haben jetzt hier nur so 3-4 Grad plus und ich muss sagen, die Jacke, ich bin da auch ein paar Kilometer mit
marschiert eben. Ich habe da nur, wie gesagt, hier so ein dünnes Hemd drunter an. Sogar kein Unterhemd. Ich habe das extra mal gemacht, um zu sehen, ob man da irgendwie dann schwitzt oder ob man friert. Aber selbst wenn ich jetzt hier sitze, ruhig sitze, ist es mir im Moment noch nicht zu kalt. Und ich habe aber trotzdem im Rucksack hier sicherheitshalber noch meine Primaloft Jacke mit dabei, die könnte ich hier noch drunter ziehen. Zur Sicherheit habe ich die mitgenommen, aber insofern bin ich hier jetzt von dieser Jacke also wirklich positiv überrascht. So, jetzt aber endgültig, Freunde. Ich wünsche euch eine schöne, besinnliche, ruhige Weihnachtszeit, Weihnachten. Ja, im Schoße eurer Familie oder im Kreise eurer Liebsten, dass man mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Und ja, meistens ist es ja die Zeit, wo man sich dann doch ein bisschen zusammensetzt und miteinander schnackt, was ja häufig in der Zeit, in der wir leben, so ein bisschen zu kurz kommt. Tja, dass man so ein bisschen runterkommt, wie man so sagt, wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr. Vorab Gesundheit. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Gut, die jungen Leute werden das nicht so vielleicht verstehen. Wo ich 20, 30, 40 war, habe ich da auch mir keine großen Gedanken darüber gemacht. Aber je älter man wird, desto mehr weiß man doch dieses Geschenk der Gesundheit zu schätzen. Und wie der Carlos ja auch manchmal sagt oder auch andere Kanäle, ich grüße auch alle Kranken, die vielleicht ja gar nicht rausgehen können, die aber im Zeitalter des Internets eben durch die Videos so ein bisschen zumindest optisch an diesen Sachen hier teilnehmen können. Ich kann mir das vorstellen, dass das eine ganz tolle Abwechslung ist. Ja, ansonsten wünsche ich den Abonnenten von mir, die selber Kanäle haben, ein schönes YouTube-Jahr 2019 mit tollen Mikroabenteuer, mit tollen Naturerlebnissen, vielleicht auch mit tollen neuen Messern. Ich selber habe mich da ja so ein bisschen ausgeklinkt. Wenn mal wieder ein Passeron irgendwie jemand startet, bin ich gerne mit dabei. Und aber ansonsten werde ich mir wohl nicht so schnell jetzt irgendwelche Messer zulegen. Ich habe meinen ganzen Konsum ja so ein bisschen zurückgefahren und insofern, und dann kommt noch dazu mein Video zum White River Knives, Firecraft 3.5, steht ja noch aus, aber da bin ich im Moment am Überlegen, wegen dieser DSGVO oder wie heißt das Zeug, wenn man ein Produkt da so im Mittelpunkt stellt von einem Video, muss man da, glaube ich, das Ganze als Werbung kennzeichnen. Ich kraxel ja immer noch mit meinem Windows Movie Maker rum im Schnittprogramm. Und ich kann da zwar irgendwelche Texte einblenden, aber so einen winzig kleinen Text rechts oben oder links oben oder wie auch immer, wo dann Werbung eingeblendet wird, die Funktion habe ich da noch nicht entdeckt. Ich bin, wie gesagt, auch ein PC-Dummy, das kann man ganz, ganz ehrlich so sagen. Und vielleicht muss ich, das wäre beinahe schief gegangen, vielleicht muss ich im Jahr 2019 auch mal sehen, dass ich mir irgendwie für ein paar Euro ein anderes Schnittprogramm zulege mit anderen Funktionen. So, jetzt aber endgültig, Freunde. Wie gesagt, frohe Weihnachten wünsche ich euch, guten Rutsch ins neue Jahr. Alles, alles Gute für 2019 und wahrscheinlich werden wir uns dann im nächsten Jahr wiedersehen. Ich sag mal, Moin!